Mädelfreunde und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video bei Wingelwonger. Ja, heute wieder mal ein bisschen was außer der Reihe. Ich weiß nicht, ob ich es Interview nenne, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ich bin da ein bisschen wie Rainer, ich mache mir meine Formate auch keine Gedanken. Auf jeden Fall, ja, bin ich heute nicht alleine. Es ist nicht der Rübenfuchs, ich weiß, es ist faszinierend. Nein, heute habe ich hier den Breitsamer Hanni. Schönen guten Tag. Mädel an alle. Ja, du hattest mir geschrieben, du befasst dich schon lange mit dem Drachenlord und kannst da einige witzige Anekdoten erzählen. Und ja, deswegen haben wir gedacht, wir machen, ich weiß es selber nicht, so eine Art Interview draus oder Talk oder was auch immer. Ja, genau. Also, ich bin jetzt 22 Jahre alt und ich beschäftige mich mit dem Drachenlord jetzt schon fast seit 10 Jahren. Nächstes Jahr im Dezember, glaube ich, werden es 10 Jahre. Zehn Das heißt, ich habe so, verschissene Jahre. Das ist unglaublich. ja, wirklich 10 verschissene Jahre. Ich bin fast von Anfang an mit dabei. Ich habe sehr viel Zeit damit verschwendet. Ja. Ja, ich auch. Viel Zeit, viel zu viel Lebenszeit. Das kann ich gut Wie lange nachvollziehen. bist du noch mal dabei? Drei Ich Jahre? kann es leider nicht ganz benennen. Ich bin der Meinung, es war so 2014 irgendwo in der Dreh. Irgendwie Ah so. ja, Ja, dann aber. hast du ja auch schon fast deine 10 Jahre. Ja, 10 verschissene Jahre auch weit voll. Naja. Ja. Alles verschwendete Lebenszeit. Aber egal. Ja, also doch auch schon lange dabei. Wahrscheinlich schon viel mitbekommen. Junau-Zeiten. Ja, das Fort war Ranger-Zeiten, Schanzen-Zeiten. Ja, wird ja alles nicht die fremd sein. Regenbogenschafzeit, das war Ja, einfach ja, wild. ja. Die Drachennervzeit, das war auch ult. Also da war der Hate noch kreativ, also richtig kreativ. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Absolut, absolut. Da war halt das Das ganze war ja Game auch absolut einfach noch geil. kleiner und ja. Ja, damals war das Game auch noch nicht so, also das ist mir schon öfter aufgefallen, damals war das Game noch nicht so toxisch, würde ich es jetzt nennen. Also es war halt so dieser kleine Kreis an Eingeweihten, die halt so kreative Videos dazu gemacht haben und halt die stummen Zuschauer, die halt zugeguckt haben. Ich habe jetzt keine Kommentare geschrieben oder so, ich habe halt eigentlich nur so zugeguckt und auf Lach schon war ich unterwegs und so. Ich habe auch schon so ein bisschen eingesehen, eigentlich bin ich dafür zu jung. Also das habe ich dann mit meinen 13 Jahren damals schon so gemerkt, Aber egal. dass ich mich da nicht so einmischen sollte, weil ich einfach viel zu jung bin dafür. Und Ja, deshalb habe ich halt nur so zugeguckt und meine Eltern fanden das natürlich auch nicht so geil, dass ihre 13-jährige Tochter da sich mit irgend so einem Deppen im Internet beschäftigt. Das war ja ja. damals generell irgendwie so eine Phase von Deppen im Internet. Also nicht nur im Internet, sondern da war, glaube ich, auch diese Psycho-Andreas-Zeit. Da bin ich da so ein bisschen reingekommen in diese, ja, wir machen uns über so Leute im Internet lustig. So eine Maskenszene war es ja noch nicht so. Aber es war so, ja, da ist dieser Typ bei Frauentausch, der ausrastet. Guckst du dir mal so ein paar Zusammenschnitte auf YouTube an, Ja. ist ganz witzig und so. Und von da hat sich das halt so reingesteigert mit KTM-Gang und was es damals alles noch so gab an Ja. lustigen Menschen im Internet. Und wie ging es Ja. denn los? Und da bist du dann zufällig irgendwann auf den Lord gestoßen, oder wie? Ja, genau. Also der Kanal hieß Eddie Awesome. Den gibt es leider nicht mehr. Das ist sehr schade. Der hat immer so lustige Menschen im Internet vorgestellt, so 5-Minuten-Videos mäßig. Da war auch die KTM-Gang dabei und Ludger Winter, der immer Witze erzählt hat und einen Kuchen angeschnitten oder so, irgendwas war da. Also so damals ging das so los und dann war da halt noch also da kam dann halt dieses Drachenlord-Video, da habe ich den Drachenlord dann kennengelernt. Und dann dachte ich mir, das klingt ja schon. Das ist ja schon so auf einem Lustigkeitslevel mit Psycho Andreas. So, guckst du mal rein, was der so macht. Ja. Aber das hätten wir uns damals auch noch nicht so, also ich hätte mir das damals nicht so gedacht, dass das so eskaliert. Ja, Also, absolut. ich finde, Psycho Andreas hätte auch Eskalationspotenzial gehabt, aber das hat sich dann ja als falsch erwiesen. Der ist, glaube ich, nicht mehr so in der Öffentlichkeit. Ich weiß auch immer nicht, Frauentausch im Chor, das ist ja alles sehr geskriptet. Deswegen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob dieser Ausraster auch echt war oder. Ja, weiß man ja Ja, gar also nicht so richtig. ich denk schon, dass er so eine Grundaggression hatte, aber dass das auch sehr provoziert war, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, das ist das Schöne bei Also. Rainer. Bei Rainer weiß man halt, es ist zu 100%. Man kriegt, was man sieht, so ungefähr bei Rainer. Ja, das stimmt.
Ja, Mein weißt du Gott. noch, was war dann das Erste, was er, was dieser, wie hieß Eddie Awesome oder so, ja? Ja, Was genau. er da gezeigt hat oder was du dann wirklich richtig von ihm gesehen hast? Ich finde es immer sehr interessant, so Hater nach ihren ersten ja, Videos zu sehen, zu fragen, die ja so von Rainer gesehen haben. Das war das Ansagenvideo Ah, tatsächlich mit natürlich, Traut okay. euch, kommt zu mir. Das wurde halt dann so witzig zusammengeschnitten, so ja, es geht so mit Metal-Eule los und dann am Ende ist es so, rastet er so voll aus und steigert sich voll ein. Schön, Und schön, dann ja. dachte ich mir, das ist ja schon echt eine Bombe, was da im Internet so ist. Guckst du mal weiter so, und dann kam ich natürlich auch schnell auf das A-Mala-Video. Ah, Das war ja auch, Legende, also damals wirkte selbst das höchste Wesen noch einigermaßen sympathisch. Also ganz ehrlich, wenn ich nur dieses Video kennen würde, ich würde mir denken, so ja, ist vielleicht ein bisschen lost, der Typ, aber so man kann sich unterhalten vielleicht so. ja, nee, Ja, das hat verstehe ich mich, absolut, verstehe ich, ja. ja. Und wie ging es Ich dann habe mir da. weiter? Dann hast du ihn quasi das erste Mal gesehen und dann? Ja, dann kam ich natürlich auf diese ganzen Hater-Videos, die es damals schon. Das hieß natürlich nicht so, ich weiß nicht, wann der Begriff so aufkam, eigentlich schon relativ früh. Aber Ja. halt RBS und Drachen nervt und Ah, die alten Hasen halt. ja, genau, und Ja, so halt ja. so einfach so Zusammenschnitte von Drachenlord-Ausrastern oder Drachenlord widerspricht sich. Kennst du dieses Video von Drachen nervt, wo er so in einem Kalender so aufzeichnet, wann der Drachenlord jetzt sagt, dass er frei hat und dann Ja, hat er auf ja. einmal den ganzen Monat frei und Ja, dann ja. muss er arbeiten, aber dann doch nicht und so. Ich habe vergessen, welche ich angelogen habe, Edzard. Da. Ich Ja. weiß es nicht mehr. Oh, Ja. schön. Aber ich finde so, dass der Reiz beim Drachenlord besteht auch irgendwie nicht nur darin, sich über ihn lustig zu machen, sondern auch, dass man sich da so in einer gewissen Art selber drin erkennt. Und also ich habe oft mein eigenes Leben reflektiert, ich habe oft über mich selber und mein eigenes Verhalten nachgedacht, weil ich wirklich so Charakterzüge in mir selber einfach erkannt habe. Ups. Und zum Beispiel dieses Aufschieben immer, das ist für das Zukunfts-Ich und das mache ich jetzt nicht, das ist was fürs Zukunfts-Ich, da kümmere ich mich später drum. Ja, klar, Das also da neige ich in der Uni sehr dazu. Und klar. das habe ich mir schon selber ziemlich oft ins Bein geschossen, Ach muss so, ich zugeben, aber du bist ja ja. Kackstudent, das aber ja, stimmt. Ja. Ja, Mensch, Ja, arbeitsloser Kackstudent. Ja, schön. ich habe halt wirklich keine Arbeit. So. Also ich habe keine Zeit für Tüchte. Ja, also ich muss ihm da auch in gewisser Weise zustimmen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei uns im Studiengang so ist, aber bei uns wird schon sehr viel gechillt, muss man sagen. Na gut, also ich kenne tatsächlich Leute aus dem näheren Umfeld, die studieren und die, ja gut, die haben jetzt vielleicht dieses schwerste Studium, aber die müssen halt nebenbei arbeiten, um es zu finanzieren zum Beispiel. Ja, das ist bei uns auch so, aber ich habe jetzt das Glück, dass mich meine Eltern da finanziell unterstützen, dass ich jetzt nicht so drauf angewiesen bin zu Ja, arbeiten. das ist ja nicht verwerflich. Sehr, ja. Weil du es Ja. gerade gesagt hattest mit den Charakterzügen, ich hatte mit dem Rübenfuchs im Podcast auch mal drüber gesprochen, dass das eigentlich einzig Gute an Rainer seine Funktion ist, den Leuten zu zeigen, wie man nicht sein oder werden sollte. Und dass man so quasi sich selber verbessern und an sich arbeiten kann, damit man nicht selber zum Rainer wird, quasi. Ja, das stimmt. Das hat mich sehr Und daran ich glaube, erinnert. das provoziert auch in gewisser Art. Also es provoziert so in gewisser Art, dass man sich da so selber in diesem Vollversager erkennt. Also so geht es mir zu, also mir persönlich geht es zumindest so, also dass das wirklich so dazu aufruft, also schon diese Vorbildfunktion, aber halt auch dieses, man fühlt sich so ein bisschen erwischt. Nicht. Man fühlt sich so ein bisschen erwischt, wenn man merkt, ja, du bist eigentlich bist du fast genauso. Du hast auch mal deine Rainer-Momente Ja, und das ist ja nicht so schlimm, ja. solange es nicht komplett ausartet. Naja. Ja, nee, das jetzt nicht, aber ja, wie gesagt, ich habe auch so meine Rainer-Momente, du bestimmt auch. Ach, viel zu viele, Also du, hör auf, Jesus. ich bin zum Beispiel auch nicht so ordentlich oder whatever. Also ich bin jetzt kein Messi oder so, aber ja. Nee, Meine nee, Eltern sind ordentlich. es sieht nicht aus wie bei Rainer, aber ich lasse auch hier und da mal was liegen. Und mein Gott, also es muss nicht strahlen, aber solange es nicht wie bei Rainer ist oder wie du schon sagst, in Messi-Buden, wo man sich die Wege wirklich dann graben muss, ja, mein Gott.
wenn da mal eine Ja. Socke rumliegt, so ungefähr. Ja, echt so. Hast du auch den Kleiderstuhl, den Klamottenstuhl für Klamotten, die zu sauber sind für die Wäsche, aber zu dreckig für den Kleiderschrank? Und dann liegt alles auf so einem Stuhl. Es ist kein Schuh, es ist bei mir ein Korb, aber ja. Ja, ich mache das immer auf meinen Schreibtischstuhl und dann setze ich mich da so drauf und dann, ja, das ist auch nicht so das Wahre, aber. Ja, und jetzt interessiert mich, du sagtest, schon wo du 13 warst, hast du quasi deinen Ja. Eltern vom Lord erzählt, oder wie war das dann genau? Ja, also ich habe noch eine große Schwester, meine Schwester und ich waren da so ein bisschen drin und Aha. unsere Eltern, die wussten das natürlich schon, die waren jetzt aber auch nicht, also die waren jetzt aber auch nicht so in diese Internetgeschichte, waren die jetzt auch nicht so drin. Die haben sich halt gedacht, so ja, unsere Töchter machen sich da lustig über irgendwelche Leute im Internet, sollen sie machen, solange sie nicht unsere Adresse leaken oder irgend so ein Scheiß oder sich strafbar machen oder ähnliches, ist uns das völlig egal. Und wir waren auch sehr verantwortungsvoll, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir waren auch sehr verantwortungsvoll mit unseren Daten. Wir haben eigentlich nur zugeguckt. Ich hatte einen Lachschon-Account, aber habe da jetzt auch nicht so viel gepostet, weil da war ja, Lachschon war ja auch ein hartes Pflaster, muss man auch sagen. Also habe ich jedenfalls so empfunden. Kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich war selber nie auf Lach. Also ich kenne natürlich die Seite an und für sich, aber ich war nie da registriert oder groß unterwegs, tatsächlich. Ja, also wenn Leute halt nicht lustig fanden, was du geschrieben hast, du wurdest halt beleidigt ohne Ende. Und wenn Also du ja, halt das inszeniert halt kenne bist, ich ja, so, ja. Das habe ich auch ja, wenn du halt mitbekommen, so 14-jähriger Pimpf da bist, dann kannst du ja. damit halt nicht so umgehen. Und ich wusste auch, dass ich damit nicht umgehen kann. Und deshalb habe ich kaum Posts gemacht. Ja. Ja, Ja. was hast du mir noch in der E-Mail geschrieben? Das fand ich sehr, sehr lustig, dass Das mit du dem dann, Urlaub. das Ja, der auch, ja, Matt aber vom das, Urlaub. Oh. ja? Da denke ich sehr gerne dran. Und Erzähl das zwar, gerne, da wurde schon angekündigt auf Lachschon und so und auf YouTube. Ja, an diesem, ich weiß nicht, war irgendwann im August, Ende August, an diesem 19. August, glaube ich, war das. Da wird irgendwas Krasses passieren. Da hat der Rainer auch im Stream schon so angekündigt, ja, da wird so eine richtige Bombe platzen und alle haben sich natürlich gefragt, oh, da kommt jetzt was richtig Krasses. Und da habe ich natürlich dann auch hingefiebert, war da gerade im Urlaub mit meinen Eltern. Und schon beim Abendessen habe ich die ganze Zeit so auf mein Handy geguckt, ob jetzt endlich der Stream läuft. So, ich muss wissen, was da passiert. Meine Eltern haben schon so gesagt, so jetzt leg doch endlich mal dein Handy weg. So, das kann ja wohl nicht sein. Und als wir dann nach dem Essen noch am Strand waren, da ging dann der Stream los. Da ging dann der Stream los mit und dann wurde das natürlich so ein bisschen aufgebaut. So, ja, du bist ein ganz besonderer Mensch. Und mit besonders meine ich. Und da saß ich gerade am Strand, habe mir das so angeguckt und meine Eltern waren natürlich nicht begeistert, dass ich schon wieder nur am Handy bin, aber das war eine Ausnahme, weil das war halt wirklich so, das war wie, keine Ahnung, als würde man so drauf warten, dass ein neuer Papst gewählt wird. So ein Gefühl war das irgendwie. So, du wolltest einfach Zeuge von diesem historischen Moment werden, weil du wusstest einfach, weil es einfach schon so angekündigt war vorher, dass es ein historischer Moment sein wird. Und das war es dann auch. Ich Und muss da haben wir sagen, uns natürlich gefreut. ja klar. Ich muss sagen, ich stelle mir das so, ja, so abstrakt und so, auch lustig vor, wenn man so überlegt. Man wartet auf den Mittwoch, man ist irgendwo am Strand im Urlaub mit den Eltern und sitzt dann am Handy und, und hört dann zu, wie Rainer vom Erdbärchen abgewiesen wird. Finde ich schon sehr Also lustig. das war schon sehr geil. Ich würde es heute nicht mehr machen. Also ich würde meine Urlaubszeit auch jetzt nicht mehr mit Rainer Winkler verschwenden. Ja. Aber damals war das halt so, ja, das war irgendwie wie so eine Webserie auch irgendwie so. Du wartest so aufs Staffelfinale. Ja, nee, verstehe ich. Ist ja heute manchmal auch noch so, mehr oder weniger. Ja, Nur nicht mehr ganz so das war, interessant. ja, Ja, ne. boah, das war schon sehr geil. Jetzt muss ich fragen, wenn du so lange dabei bist, hast du mal drüber nachgedacht, selber zum Bärchen zu werden und Rainer anzuschreiben? Ich habe dran gedacht, aber ich habe einfach nicht die Geduld für sowas. Nee, hätte ich auch nicht. Ich fand dann auch so, ja, möchtest du wirklich von so einem Mit-20er, so von so einem Typ, der so 15,
keine Ahnung, ich bin schlecht in Mathe, 10, 11, 12 Jahre älter ist als du, möchtest du wirklich von so einem Typ angegeiert werden, so? Also wenn man schon so lange im Internet ist und so, dann passiert das ja zwingend eigentlich, wenn man jetzt ein junges Mädel im Internet ist und in Chatrooms abhängt und keine Ahnung, passiert das ja automatisch und ich hatte da dann auch meine Erfahrungen mit solchen Sachen und ich fand das aufs Höchste unangenehm und ich hatte halt auch nicht die Geduld dazu und Ja, dann habe ich verstehe mir ich. gedacht, ne, auf gar keinen Fall machst du das, es kommt eh nichts Witziges bei rum, außer dass du hinterher angewidert bist Ja. und überlass es mal lieber den Leuten mit mehr Geduld und mehr Lebensalter, Ja, die damit besser klarkommen. ich verstehe dich da absolut. Also, ich meine, man kann ja auch als Typ sich als Fake-Bärchen ausgeben und da versuchen, Rainer irgendwelche Informationen zu entlocken, aber wirklich diese Engelsgeduld mit ihm zu schreiben und ach, da irgendwie was rauszubekommen und seinen ekelhaften Aussagen und Angeboten irgendwie entgegenzukommen. Oh, das würde mich nervlich fertig machen. Nee, das. Ja, du musst ihn halt immer so ein bisschen bei Laune halten, Ja, indem du ja. ihm vielleicht mal ein Sprachmemo schickst oder so. Das funktioniert Nee. als Mann dann wahrscheinlich nicht so gut. Ja gut, man kann ja eine Aber Mullenfreundin haben oder so und dann einfach sagen hier so, hey, ja, aber sag mal schnell was. ich meine, dass man da jetzt so wirklich so ran drauf eingeht und so. Ja, aber Ja. interessant, dass du drüber nachgedacht hast. Finde ich ja wirklich. Ja, vor allem, wenn ich so drüber nachdenke, so diese Möglichkeit mit dem Rainer Winkler zu schreiben, so für viele ist das so ein, also so höre ich es oft in der Community, für viele ist das so, oh, das ist ja bestimmt mal witzig, aber wirklich, also nachdem man sich diese ganzen Leaks durchgelesen hat, ne, allem Ja, voran wirklich. Cola-Bärchen-Leaks, also wirklich, diese Geduld zu haben, mit Rainer umzugehen, ja, Ja, oh. 10 Stunden ja auch irgendwie. Ja, Allein die ja. Leaks sind ja 10 Stunden. Und allein wie viel Zeit Demon und Cookie da reingesteckt haben, sich da irgendein Vertrauen, irgendeine Art von Vertrauen zu erschleichen. Ich hätte da einfach keinen Bock dazu. Nee, Also ich hätte auch nicht mal die Zeit. Also Ja. weiß ich nicht. Also mir würden halt 10 andere Sachen einfallen, die ich lieber tun würde, als mich mit so einem dämlichen Sonderschüler rumzuschlagen. Also ich glaube, ich war damals mit 13 so auf seinem Level, so geistig, so gefühlt. Vielleicht noch ein bisschen höher, aber ja. Ja, Rainer ist heute noch auf den Level, das darfst du nicht vergessen. Naja. Ja, ich sag mal, weil du gerade von Demon und Cookie redest, die sind ja, ich finde diese direkte Konfrontation in Discord oder TeamSpeak oder was auch immer, ist dann nochmal so ein Schritt weiter von diesen Leaks, weil dann musst du ja live mit Rainer interagieren. Und es ist ja nicht nur dieses lustige Haha, hier, er erzählt jetzt ein bisschen was über seine Familie, sondern davor oder danach kommen wahrscheinlich auch noch 3 Stunden. Weiß ich nicht, Gameplay mit Rainer, wo man keinen Bock drauf hat oder irgendwelche Anekdoten, die total uninteressant sind. Und da Ja, ruhig zu furchtbar. bleiben, oh, das würde mich Ja, fertig machen. wahrscheinlich muss man ihm dann auch ziemlich tief in den Arsch kriechen. Und da bin ich bin ja überhaupt, also so Fake-Komplimente geben und so, da bin ich ja auch nicht so der Typ für. Ja. Also da zuckt mir schon das Augenlid, wenn ich so dran denke. So. Und das über Stunden dann auch noch. Ja, Nee. ja, ja. Nee, also ich glaube, da muss man so die richtige Art von geduldiger Person sein, Da dass man sowas hinkriegt. braucht man die Stärke, die es braucht dafür. Ja, die Stärke, die es braucht, die habe ich leider nicht. Naja. Ja. Ja, Ich habe mir auch ansonsten. öfter Gedanken gemacht über diesen Sprachfehler, den er hat. Da hast du, glaube ich, auch mal mit dem Rübenfuchs drüber geredet. Stunden, meinst du zum Beispiel, Ja, oder? hagebuddene, Ja. hagebuddene. Und ich glaube, das liegt nicht irgendwie an, dass er einfach nicht so intelligent ist oder so, sondern das liegt einfach an der Art und Weise, wie sich seine Muskeln im Gesicht und im Kiefer auch ausgebildet haben durch diesen extremen Überbiss oder Unterbiss. Ich glaube, Unterbiss. Also das ist ja wirklich extrem. Das ist ja nicht nur so, der Oberkiefer ist ja nicht nur über dem, also der Unterkiefer über dem Oberkiefer, sondern es ist ja dann auch noch so verschoben um ein paar Grad Ja, den oder muss er so. ausfahren und wieder einfahren. Ja, ich Ja, genau. Und ich hab das, wenn ich das jetzt selber mal so, also wenn ich jetzt selber mal so meinen Kiefer vorschiebe und Ja. versuche so zu reden, so, das funktioniert einfach nicht so gut. Und ich denke, wenn du das dein ganzes Leben lang machst, weil es einfach niemanden interessiert, dass du mal eine Zahnspange kriegst oder so, dann entwickeln sich die Muskeln dann halt auch nicht so, dass du so ordentlich artikulieren kannst. Und dann kommt halt sowas rum wie hagebuddene.
Ja, das ist auch immer mein Lieblingsthema, wenn ich reacte und dann Ja. immer zwischendurch höre, Stunden aufnehmende, hagebundene, rendernde. Ach, es Für ist deinen faszinierend, Garten wirklich. zum Verschönern. Abonnenten, ne? Ja. Nee, also ich bin wirklich, ich war fasziniert hinter, was für Wörter man überall NE hinterhängen kann. Das ist wirklich unglaublich. Und ich weiß nicht, ob das bei dir so ist. Ja, viele Leute würden das als cringe betiteln. Aber ich habe so einen Kumpel, wirklich, wir machen viel zu viel Drachensprech. Wirklich, wir gehen in Discord, zocken irgendwas. Metal, Hagebunde, wollen wir rein da, ne? Oder was? Ja, ich habe Wirklich, es einen ist. Bekannten, einen Kumpel aus der Uni. Wenn du das hörst, fühle dich gegrüßt. Hallo, hallo. mit dem mache ich das auch ab und zu. Also ich sag so Mädel. Und wenn er sein Zeug so auf meine Seite vom Tisch macht, dann soll ich so runter auf mein Grundstück oder sowas. Ja, sowas in der Richtung, so verschiedene Phrasen, die halt einfach witzig sind und sich für den Alltag eignen. Das ist Hat sich bei mir auch so ein bisschen eingeschlichen. Aber man muss halt echt aufpassen, zu wem man das sagt. Also Ja. zu meiner Dozentin würde ich es jetzt nicht sagen, weil es wirkt halt wirklich so ein bisschen degeneriert, wenn man den Insider nicht checkt, dann wirkt man einfach nur so ein bisschen so, okay, Dann hast wirkt gerade einen man so wie Rainer auf Schlaganfall oder? uns. Ja, auf Ja, jeden Fall, auf jeden oder als Fall. hätte man gerade irgendwie so einen kleinen Aussetzer oder so. Ja. Ich Aber finde das so. wirklich faszinierend. Weil, also diese Neuschöpfung, weil du das sagtest, vom Kiefer her, ich weiß halt nicht, also kann natürlich sein, ich bin da jetzt auch nicht so bewandert, aber ich denke halt immer, es liegt vielleicht nicht nur an der Intelligenz, sondern einfach, dass Rainer vielleicht, ja, dass er halt oft sagt. Das ist ja so ein Phänomen, das kommt bei mir auch vor, ich kann das auch nicht leiden, das ist auch nicht so, ja, nicht so angenehm, aber ich glaube wirklich, er redet dann und anstatt sagt er nö. Und dann geht das so, Hagebutten, ne, und irgendwas. Weißt du, Stunden, ne, Abonnenten, ne. Ich weiß es Ja, nicht, das ob dachte das. ich auch erst, dass es Ja. irgendwie so ein verschwommenes Ä ist am Ende des Wortes. Aber er hat ja auch mal irgendwie aus seinem Haus geschrien, bevor die Bullen kommen, ne. Ja. Da kam ja danach nichts mehr. Also da gäbe es ja keinen Grund, dass er dann nochmal irgendwie nachdenken müsste, was er als nächstes sagt oder so. Ja, das war auch erst meine Theorie, aber ich bin mir relativ sicher mit der Kiefertheorie. Also ich kenne mich da natürlich auch nicht aus, aber. Ich habe mir da viel zu viele Gedanken drüber Ich gemacht. merke schon, ich merke schon, ja. Ja. Ja, aber schön, schön, schön. Vielleicht gibt es irgendwelche Kiefer-Orthopäden-Experten, die da gerne mal eine Meinung zu haben und reinschreiben können. Würde mich interessieren. Also, also diese Kiefergeschichte von Rainer habe ich noch nie gedacht, dass das damit zusammenhängen könnte, aber ja, vielleicht ist es so. Ja, ich glaube, das macht in gewisser Art auch die Zahnpflege schwierig. Ja, Also, das, ja. natürlich putzt er sich die Zähne nicht, das ist klar, aber ich. Kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger ist, wenn man einfach einen Kiefer hat wie ein Steinbruch, so gefühlt. Ja. Ja, naja. Ansonsten noch ja, lustige Anekdoten. Du hast ja gesagt, du hast noch viel zu erzählen. Ich bin Ja, finde ich es aber bin hier gerade ein total. bisschen bei der Drachenchronik, um was ein bisschen Inspiration zu kriegen, was ich da noch mit zu tun hatte. Jetzt Ja. so spontan gerade fällt mir noch ein. Kennst du noch Susie Grime, die Feministin? Ja, natürlich, klar. Die hat ja auch mal, also die ist da auch mal so ein bisschen reingeschlittert, würde ich jetzt sagen. Und dann hat sie sich wirklich im offiziellen Merchandise-Shop vom Drachenlord ein T-Shirt gekauft. Was, Und dann echt? hat Das sie wusste das ich auch gar nicht. wirklich, dann hat sie das auch wirklich im Video so angehabt, so gestylt mit passendem Make-up und so. Fand ich Das einfach wusste ich gar erinnern. nicht. Okay. Nee, das musst du jetzt sehen. Also Susie Grime kenne ich, diese Hardcore-Feministin, die auch schon sehr viel Quatsch erzählt hat. Aber dass sie ein Shirt von ihm gekauft hat, wusste ich nicht, nee. Ja, ich frage mich, ob sie das noch hat, weil wenn ja, würde ich sie gerne abkaufen. Also. Ich würde sagen, rahm dir das ein. Das ist eine Wertanlage. Also, das wird Hey, mal ja. sehr viel Geld wert sein. Das ist. Ich würde auch für den Drachenlord String Tanga würde ich echt viel Geld bezahlen. Also. Oh, Das Eieiei. Warst du eigentlich mal sind vor einfach Ort? so. Warst du eigentlich mal vor Ort? Ja, ich wollte mit meinem Vater hinfahren, aber Ach. meine Mutter fand es nicht so geil, dass wir da hinwollen. Also meine Eltern waren da tatsächlich mal zum Wandern in der Nähe. Also wirklich nur so 5 Kilometer weg von Altschauerberg. Und dann habe ich ihnen die ganze Zeit gesagt, fahrt da doch mal vorbei, guckt euch das mal an. So,
ihr fallt da nicht auf, so ihr seid älter als die, im Durchschnitt älter als die meisten Hater, so. Ja. Ihr würdet da echt nicht auffallen. Ihr seht einfach aus wie so Leute, die da einfach Spaziergang machen wollen. War das noch zu Schanzenzeiten oder? Das war noch weit vor Schanzenzeiten. Ah, Das okay. muss so 2018, 19 gewesen sein. Aha, okay. Und dann stand da aber schon so ein Schild, Anlieger frei. Also das praktisch irgendwie so ein Schild, Anlieger frei, dass du halt nicht durchfahren darfst, wenn du Ja, da ja. nichts zu tun hast. Und dann hatten sie doch Schiss, also dann hatte meine Mutter Schiss, dass sie Ärger kriegen, wenn sie da trotzdem durchfahren und so. Also ich Ja. glaube auch, das ist wirklich rechtlich eine Grauzone, dass du einfach so eine random Straße auf dem Dorf so anliegerfrei machen kannst. Ja. Naja, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber Nee, ich auch ja. nicht. Aber es hat ja Rainer auch immer gesagt, hier ist Anwohner frei, bla bla, darf sich durch, bla. Ich sag mal so, wenn du da, weiß ich nicht, Tourist bist und dich verirrst und aber durchfährst, wird auch keiner was sagen. Deswegen, also, naja. Also, ja, du musst jetzt natürlich keine Orte oder Entfernung nennen, aber ich sag mal, ist die Schanze oder generell als Schauberg, ist das in greifbarer Nähe oder müsstest du da weit fahren? Also ich wohne in der Nähe von München, beziehungsweise ich und meine Eltern wohnen in der Nähe von München. Es ist jetzt nicht die Welt, da Ja, gut, genau. hinzufahren, aber es ist doch noch relativ weit. Also ich schätze mal so 300 Kilometer. Ja, na gut, das ist schon ein Stück. Also bei mir ist es noch weiter tatsächlich, aber ja, das ist. Ich sag. Also du warst, um das jetzt festzuhalten, du warst selber noch nicht da, deine Eltern waren mal in der Nee. Nähe wandern, aber mehr Ja, nicht. wollten eigentlich auch hin, aber dann war da dieses Anliegerfreischild und dann vor. Also ich hätte ja keinen Rückzieher gemacht, aber ich habe ja auch keinen Führerschein. Ja. Da Ja, geht es mir wie Rainer dem ja auch nicht. Drachen dort. Nee, also ich hab jetzt Ja. schon geplant im Sommer mit einem Kollegen zusammen, werden wir uns da in der Nähe ein Hotel suchen, wahrscheinlich in Nürnberg und dann geht's mal am Wochenende hin, da werde ich auch ein paar Videos aufnehmen. Das wird super. Oh, Das wird wie so eine das ist. Zeitreise, das wird toll. Ja, oh mein Gott, ich würde so gern mit. Ja, ich habe es ja auch mal mit meinem Uni-Kollegen, mit meinem Gumbel aus Denkmal, habe ich es mir auch mal überlegt. Also wir haben uns da so eine ganz wilde Geschichte ausgedacht, wie man da hinkommen könnte, ohne dass es so auffällt. Weil die Anwohner sind dann natürlich auch sehr, also schätze ich jetzt mal, dass die da sehr sensibilisiert sind für solche Besuche und Ja. dass die das sofort merken, wenn da jemand nicht hingehört. Und dann haben wir uns so bisschen so eine Taktik überlegt, wie wir uns in Altschau wie wir unauffällig nach Altschauerberg kommen. So erst nach Nürnberg fahren mit dem Zug und dann irgendwie da mit einem Leihwagen, so einem Mietwagen, nach Elmskirchen fahren und dann den Pilgerweg darauf gehen, damit es nicht auffällt und so. Ja, das wäre schon echt witzig. Ja, Aber gut, es gibt ja ich leider glaube, auch nicht mehr diese viel da. Anwohner, was sagst du? Es gibt ja leider nicht mehr viel da. Also diese denkmalgeschützte Hütte steht noch, aber ich glaube, alles, was da irgendwie interessant wäre, ist jetzt auch schon entwendet worden von anderen Leuten. Ja. Naja, vielleicht halt wie gesagt zum Pilgerweg nochmal lang gehen. Die Burgruine oben noch. Ja, die Reste von der Schanze. Was steht noch da? Ich glaube, die alte Werkstatt oder was das war da. Die steht noch da. Da kann man vielleicht nochmal reingucken. Aber ansonsten, es wäre einfach nur, um nochmal, ja, diesen geweihten Ort nochmal zu huldigen und Ja. es selber mit eigenen Augen zu sehen, ja. Ja, stimmt. Mich würde auch echt interessieren, ob irgendwie Ramona oder Rita da nochmal hingefahren sind und so ein bisschen still getrauert haben. Weil, also man hört ja nichts von denen, so die halten sich ja sehr bedeckt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so spurlos an einem vorbeigeht, wenn man merkt, so, ja, der Sohn, der Bruder hat so das Familienhaus, wo man aufgewachsen ist, wo man viele Erinnerungen dran hat, der hat das einfach runtergewirtschaftet und dann verkauft und jetzt ist da nur noch, ist es praktisch nur noch so eine planierte Fläche. Ja. Also wenn ich Ramona wäre, ich weiß jetzt nicht, was da, also ich glaube, diese ganze Familie war ja sehr dysfunktional und so, aber Ja. wenn Ich ich, also glaube ich auch würde schon nicht. trauern. Ja, ne, das auf jeden Fall. Also ich glaube auch nicht, dass das spurlos vorbeigegangen ist. Also ich denke mal, die werden schon am Rande auf jeden Fall mitbekommen, was bei Rainer so abgeht. Also kann ich mir nur vorstellen, ne? Das eigene Kind bleibt halt, glaube ich, trotzdem das eigene Kind. Und ja, die Information über Rainer zu kriegen, ist ja nun auch nicht schwer. Also. Ich denke mal, als sie das damals dann gesehen haben, hier Schanze verkauft, wird abgerissen. Ja, vor allem als Mutter würde ich sagen, was ist noch schiefgelaufen? Es ist, ja, naja. Ja, das wäre für mich wäre das der Kipppunkt, wo ich dann sagen würde, jetzt rühre ich mich mal im Internet. Das wäre so, also ich wäre echt
so erbost darüber, dass ich mich dann vielleicht doch mal im Internet melden würde. Jetzt vielleicht über Demon oder so. Ich würde mich an irgendeinen größeren Hater so wenden, so eine E-Mail schreiben und dann natürlich wieder raus. Aber so, dass meine Meinung da, dass ich da nochmal so ein bisschen nachtreten kann, das würde ich schon machen. Ja, aber wie du schon sagtest, wahrscheinlich wirklich eine dysfunktionale Familie gewesen. Auch, ja, ich sag mal, bildungsfern mehr oder weniger. Das klingt aber so, ja, so beleidigend, aber ich glaube halt wirklich, es war so. Ich will aber gar nicht so fies sein. Aber ich glaube, Rita hat sich nicht groß um die Kinder gekümmert. Rudi war viel arbeiten und ich glaube, da hat Ja, jeder so seins gemacht. ich finde bei dieser dysfunktionale Familie, ja, bei der Diskussion wird aber auch schnell vergessen, wie einfach es ist, dass man sein Kind fürs Leben ruiniert. Also das kann auch gebildeten Leuten, die ihre Kinder wirklich sich da zeitlich widmen und ihre Kinder lieben und so, denen kann das auch passieren, dass sie einfach das Kind so praktisch so abfacken. Dass es halt so psychische Probleme fürs Leben entwickelt, weil das einfach super einfach ist. So im Alter von, weiß nicht, ich glaube, 0 bis 7 Jahren sind Kinder so unfassbar aufnahmefähig für so Verhalten, was gar nicht böse gemeint ist, aber was halt einfach so eine dysfunktionale Familienkonstellation fördert. Und ich denke, so in der Art wird das auch gewesen sein. Ich denke nicht, dass die Kinder der Rita und dem Rudi wirklich ganz komplett scheißegal waren, weil sonst wäre Ramona ja auch irgendwie so in der Richtung so ein bisschen, ja, verdreht, würde ich so mal sagen. Ja, was man von ihr gehört hat, das war ja jetzt nicht unbedingt Schlechtes, ne? Sie ist ja, hat ja auch Kinder mittlerweile und ich glaube sogar eine intakte Familie. Ich habe mich da nicht so mit beschäftigt, aber ja, Ja, scheint man wohl eher weiß das es ja auch bessere nicht Kind zu so. sein. Ja, sie hat wenigstens hat sie einen kleinen Schulabschluss, hat wahrscheinlich eine Lehre gemacht oder Ausbildung. Ich glaube, sie hat einen Hauptschulabschluss, Ist ja egal, ja. Mittelschule, ja, irgendwie sowas, hat halt eine Familie und so. Aber ja, ich denke, dass da irgendwas vielleicht unbewusst auch kommuniziert wurde, dass ja, dass man so wird wie Herr Winkler, der Herr junge Herr Winkler. Winkler. Herr Winkler! Was ist Fanmanagement? Naja, auch wunderschöner Besuch, wenn wir gerade dabei sind. Von Oh mein Gott. Drachenschau vor der Schanze. Also ich liebe diese Ausrufe, diese Memes zu der ganzen. Ach, das ist herrlich. Dein Schön. Lieblingsbesuch? Muss der sein. Von Drachenschau muss der sein. Ja, von Also. der Konfrontation her fand ich das auch geil, aber auch das, wo er das mit dem letzten Einhorn, wo er da im Dunkeln vor der Tür steht, das letzte Einhorn singt und der Hater dann sagt, Rainer, Licht an! Das war schon auch, also das war so eine surreale Situation. Das fand ich dann auch sehr witzig. Und natürlich, als Regenbogenschaf da war und den Lügenschatz Ja, versteckt hat, war natürlich Lügenschatz auch auch nicht schlecht. geil. Weil du, ah, diese Ja. Situation, wo er draußen gesungen hat, das war so schön. Lacht über mich! Jedes Mal, wenn ich singe, verbessere ich mich! Also, und dann kommt einfach nur so zurück, Rainer, Licht Alter, an! Licht an! Ah, schön, schön, Ja, schön. das war schon sehr witzig. Auch diese Okay. Sache, da war ich auch, also da war ich auch relativ live dabei, so live in Anführungszeichen natürlich. Aber auch als dieses World of Wolfram-Ding da in Köln, glaube ich, war das. Als da diese Story war und wo er dann nach Köln gefahren ist und da irgendwie im Hotel gefilmt hat und so. Das war ja auch so das erste Mal, dass man ihn mal so draußen gesehen, also außerhalb von dieser Emskirchen-Bubble da gesehen hat. Ja. Das war auch so eine Neuheit einfach. Das war dann schon was ganz was Neues. Und dann natürlich auch, war natürlich noch das Highlight, dass die Macher von World of Wolfram ihn dann rausgeschnitten haben und wo man sich dann bei der Folge trotzdem noch so Frame für Frame durchgegangen ist, wo sie ihn vielleicht vergessen haben. Und man sieht irgendwo an so einer Tischszene, sieht man diese klassische Rainer Wuschelfrisur da. Da hat er ja noch diese längeren Haare und so. Wurde Sieht einfach man so rausgekattet. ganz, ja, ganz nah am Rand sieht man da noch Teile von dieser Frisur. Ja, aber sonst haben sie ihn eigentlich ganz gut rausgeschnitten. Also ich habe da auch viel Zeit verschwendet in dieses Video, um zu gucken, wo er ist, ob man ihn noch irgendwo sieht. Was mich noch Ja. interessiert, dein Lieblings-Bärchen-League?
Boah. Also, ich weiß nicht, Also wie das bei dir. Ja? Bärchenleaks fand ich immer schon so ein bisschen kritisch, weil ich Ja. mir dieses Gegeier und dieses Geschleime, das kann ich mir einfach nicht geben. Na, Das das hat ist. man ja vorhin, das Thema, ja, okay. Also, du kannst das Ja, auch ich nicht finde das. anhören oder nebenbei mal so. Ja, also anhören finde ich das auch unangenehm des Todes. Ja, okay. Aber wenn ich es mir jetzt aussuchen müsste, ich fand so das Polska-Bärchen fand ich schon sehr witzig, weil sie halt so gute Vorlagen gegeben hat. Ja, das Dass stimmt. er halt noch dämlichere Sachen sagt als sonst so. Oder wo er sich dann da gemutet hat, um das Gesicht zu verziehen und dann wieder auf laut geschalten hat und dann gesagt hat, oh, ich bin ja gut erzogen, ich habe Blähungen oder sowas. Schalte ich mich Sehr mal gut stumm. erzogen. Sehr, sehr gut erzogen, der Mann. Ja. Und wie sie dann noch einfach nur sagt, alles gut, raus und sowas. Was raus, was raus, raus. Ja. Ja, also da wäre ich ja schon wieder weg gewesen, weil ich hätte mich da vor Lachen einfach nicht mehr eingekriegt. Ja, nee, klar. Ach, Ja. schön. Boah, und als dann der Gerichtsprozess war, das war ja am 23.03.2022, wenn ich mich recht entsinne. Den zweiten Also meinst du jetzt, oder was? ja genau, der zweite Hm? mit Adlersson und dem taschenlampen Hater. Ja. Da war ich ja auch gerade, da hatte ich gerade Uni-Projekt, da sind wir aus der Stadt rausgefahren, um da so Projektgedöns zu machen. Und da habe ich dann auch ständig auf mein Handy geguckt. Gab ja sogar einen Livestream vom Gerichtsprozess. Ja. Habe ich dann auch ständig geguckt, okay, was kommt jetzt raus? So, wie ist der aktuelle Stand? Was hältst du Und vom alle waren Urteil? dann ja, alle waren ja so richtig sauer auf Adlersson. Der hat ja dann auch einen Drachengame-Rückzieher gemacht und war mega wütend auf den Taschenlampen-Hater. Aber ich glaube, ich war auch im ersten Moment, habe ich mir auch gedacht, da hat das Justizsystem versagt. Aber so im zweiten Moment, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was danach noch alles passiert ist, hat er das Game ja schon so ein bisschen gerettet, muss man auch dazu sagen. Weil ohne dieses Gerichtsurteil hätten wir diese Vagabundenstaffel gar nicht gehabt und so. Also das Zarensteingedöns und das Mona-Gedöns, das hätten wir ja, ohne dieses Urteil hätten wir das ja gar nicht gehabt. Und das waren schon noch so ein paar Highlights. Ja, das stimmt, da hast du natürlich recht. Ja, man hört das ja immer, ne, mit dem Arthurson und dem Taschenlampenhater, was der dann, vor allem der Taschenlampenhater, was der dann besoffen alles noch abgezogen hat, ne? Also mit Beamtenbeleidigung, soweit ich weiß, der wurde auch vom Gerichtsgebäude entfernt von der Polizei. Also wirklich. Und das kam natürlich den Leuten beim Gericht auch gelegen, ne? So Leuten wie Rainer, Ja. dann zu sagen, so guck mal, so sind die und naja. Aber nee, du hast, Ja, also, objektiv gesehen. ja. Ja. Objektiv gesehen war es natürlich total dumm, aber Ja. aus Drachen-Games-Sicht war es eigentlich die Rettung. Ja. Eine Frage habe ich noch. Das ist meine letzte Frage. Und zwar Lieblingsstaffel. Boah. Ja, schwierig, ich weiß. Ja. Also ich fand schon also das ist wahrscheinlich auch eine unpopular Opinion, aber diese Zeit nach dem Schanzenabriss, diese erste Zeit mit der Schnitzeljagd, das fand ich schon, das war dann schon nochmal ein Highlight, finde ich. Also Ford Ranger quasi. Ja, genau, die Ford Ranger Staffel, die ich fahre durch Deutschland und keiner findet mich. Ich sitze in Frankfurt Airport im Hotel und Blöcke ins Internet. Ja, sie haben mich noch nicht gefunden. Gebt euch mal mehr Mühe. Das fand ich schon, das war schon witzig, weil da war ja dann auch der Telegram-Chat, der war ja da wie gemacht dafür, dass da so in Echtzeit so News-Ticker-artig, wo wurde der Drachenlord mit seinem Ford Blue gesehen, dass das dann so Ja, nee, da so das. News-Ticker-artig, ja. Da gebe ich dir wirklich recht. Diese. Ja, die, also es ist nicht meine Lieblingsstaffel, aber auf jeden Fall Ford Ranger Staffel fand ich auch sehr, 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 sehr unterhaltsam. Ne? Mit dem, was du gerade sagtest, ja, such mich doch meine Häderchen. Und am Abend, ich glaube, am selben Abend wurde das Auto vom Hotel gesichtet. Übrigens, es war so clever. Ah, es war so clever, sich einen Ford Ranger zu holen und sich damit verstecken zu wollen. Es war so clever. Auf jeden Fall. Das ist aber auch einfach geil. Ja, Also, wirklich. Auf jeden Fall. Ja. ja, also ich fand auch die Anfangszeit des Drachengames, wo alles noch so kreativ und auch so ein bisschen leichtherziger war. Also
Ich glaube, das war eher meine Lieblings. Also wenn ich so eine richtige Lieblingsstaffel raussuchen müsste, dann wäre es eher das. Weil da war es halt auch wirklich noch, also da war es halt wirklich objektiver noch witzig. Weil danach wurde es ja eher subjektiver mit dem witzig sein, aber da war es eigentlich noch objektiv ganz lustig, finde ich. Ja, ich verstehe dich. Wie gesagt, es war auch alles noch kleiner. Die mehr oder weniger Ja. die Witze oder auch die Videos, die waren halt, ja, so ein bisschen, ich will fast sagen, Underground-mäßig, ne? Das war halt eine Ja, oh mein kleine Gott, das war Gemeinde, so underground, ja. die sich über einen, ja, dickeren Sonderschirm lustig gemacht hat. Und heutzutage ging das so medial ab. Also, ich würde wirklich behaupten, jeder fünfte, sechste Mensch kennt Drachenlord, wenn du den, außer vielleicht irgendwelche Rentner da draußen oder so. Aber, weißt du, was ich meine? Also, ja, es ist Ja. halt sehr groß geworden. Ja, und es ist dann auch irgendwann so, also ich fand, als es dann wirklich so groß in Straftaten eskaliert ist und nicht mehr in so witzige Aktionen, da hat es dann eher, also da hat es dann bei mir irgendwie an Witzigkeit verloren und eher so in Richtung Sensationsgeilheit. Ich kann es verstehen. Ich sage ja auch immer, halt keine Straftaten begehen gegen Dritte, gegen vor allem Feuerwehreinsätze, was man da alles schon gesehen hat. Das sind halt Sachen, das ist halt auch für mich nicht mehr lustig. Das ist halt, das ist so eine Grenze, die überschritten wird, wo ich sage, ja, reicht dann auch so. Also kann ich auf Ja, jeden Fall das stimmt. nachvollziehen. Ja. Das ist auch, also da. Ich hätte mir auch damals nicht gedacht, dass das überhaupt so eskaliert. Also, dass es wirklich immer weitergeht. Immer wenn du denkst, jetzt muss es doch langsam mal aufhören, jetzt muss es doch irgendwann mal merken, Ja. selber. Da geht es dann weiter und dann geht es immer noch weiter und danach geht es wieder weiter. Und jetzt sind wir wirklich bei mehr als 10 beschissene Jahre und es ist immer noch so Ende in Sicht ist eigentlich nicht. Nee, nicht Also wirklich. ich denke, er wird aufhören, wenn er tot ist. Bin ich mir ganz sicher. Er wird aufhören. Und wenn er auf, keine Ahnung, chefkoch.de streamt. Es wird immer weitergehen. Ja. Immer. Bin ich auch der Meinung, viele Leute fragen mich dauernd, was denkst du, wann endet das Game? Und ich kann ja wirklich nur sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, Rainer ist nicht mehr oder er wandert ein und ihm wird jegliche Möglichkeit genommen, irgendwie ins Netz zu gehen. Das sind eigentlich die einzigen Möglichkeiten, die ich sehe. Ich sehe nicht Rainer, der irgendwann mal früh aufwacht und sagt, ach Mensch, ja, das war eigentlich gar nicht so klug, weil ich die letzten 10, 15 Jahre abgezogen habe. Ja, wobei ich mich eh frage, wie kann es noch nicht passiert sein, dass der eingewiesen wurde? Also ich Ja. kenne Leute, die wurden schon für weniger in die Geschlossene eingewiesen. Also. Ja, naja, du kannst ja nicht einweisen, der hat doch ein Kind. Ja, das kann doch nicht ohne Vater aufwachsen. Ja, stimmt, das Kind ist auch so zwischen 4 und 10 Jahren alt, Ja, je nachdem, wie es das unserem Alter höchsten Wesen variiert. gerade passt. Das Ja. Alter variiert, die Mutter auch, das ist nun mal so, mein Gott. Ja. Ja. Und wer kennt es nicht, seinen 5-jährigen Sohn mal anzurufen? Ja, klar, muss man halt auch mal machen. Siehst du, muss ich nachher auch noch machen. Naja. Ah. Breitsamer Honey. Ich danke dir für Ja. deine Zeit. Das war sehr, sehr lustig. Ja. Ich finde das immer, ja, muss ich wirklich sagen, ich finde das immer super spannend, mit anderen Hatern so über ihre Erfahrungen zu reden. Vor allem jetzt mit jemandem wie dir, der halt wirklich schon lange, lange dabei ist. Ja, ich Und. finde, also das Game ist ja sehr männerlastig und ich finde Das als stimmt, ja. Frau, Mädchen, Frau, junge Frau hat man da dann nochmal so ein bisschen so eine andere Perspektive, wie diese Bärchensache. Ich glaube, ich habe da eine andere Sicht auf Bärchenleaks und so als jetzt die meisten anderen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ich muss wirklich sagen, ich höre mir die manchmal, also nur als Beispiel, die Cola-Bärchen-Leaks, die höre ich mir einmal im Jahr, weiß ich nicht, zum Zocken nebenbei an oder wenn ich irgendwie Haushalt mache oder so, lasse ich das manchmal laufen. Also, vielleicht bin ich der Komische, aber ich finde das sehr unterhaltsam immer. Ja, ich kann es auch verstehen, warum man es unterhaltsam findet. Nur wenn du da halt so gewisse Erfahrungen noch mit bei hast, dann ist es einfach nicht so angenehm. Nee, verstehe ich Und absolut. so. Absolut. Und ja. Ja, auf jeden Fall, danke Deine für deine Reaction gucke Zeit. ich mir auch gerne an. Ja, sorry. Alles gut, alles gut, alles gut. Danke für deine Zeit. Ja, Jo. wenn andere Hater da draußen, gerne weiblich, männlich, ist vollkommen egal, noch Lust haben, mal ein Gespräch zu führen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich nenne das Ganze hier Hater Talk oder so. Ich finde das eigentlich immer ganz witzig. Mir eure Geschichte erzählen wollt, was auch immer, oder irgendeine Erfahrung mit Rainer gemacht habt, direkt oder indirekt. Einfach gerne Bescheid sagen, freue ich mich drüber. Ja, nochmal danke für deine Zeit, danke für deine sehr lustigen Ausführungen. Ich sage tschüss, dir noch viel Erfolg als arbeitsloser Kackstudent, dass du dein Studium auch schaffst.
Und Dankeschön. ja, ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Medal off. Medal of.